Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und heute zeige ich euch, wie man das Mimigul Deck spielt. Vor allem die Variante, die ich gebaut habe. Wie die aussieht, das seht ihr auf jeden Fall hier unten in meinem Deckprofil, ist hier unten verlinkt. Und ich kann direkt vorweg sagen, das Deck ist richtig, richtig nice. Dieser unique Playstyle ist einfach geil, dass man dem Gegner Monster gibt und so. Und das Deck hat wirklich einiges auf dem Kasten und ich versuche euch das heute zu zeigen. Wir machen 10 Tests, ich hoffe, dass das Deck nicht brickt. Und ja, ich würde sagen, lange labern brauche ich gar nicht. Wir steigen direkt ein in das Mimigul Combo Testhand Video. Los geht's! So Leute, wir springen direkt rein. Das hier ist das Mimigul Deck, so wie ich es euch gezeigt habe, bis auf eine kleine Änderung. Ich habe tatsächlich diese Karten mit reingenommen und dafür die Ash Blossoms und eine Imperm rausgenommen, weil die einfach zu gut in dem Deck sind. Ich hoffe, das wird man in den Tests hinten noch sehen. Und wir fangen hier wieder damit an, dass ich erstmal durchmische. Das mache ich ja immer so. Und weil ich immer möchte, dass ihr seht, yo, ich gebe mir hier irgendwie nicht die besten Hände. Wir machen 10 Testhände. Und damit ihr auch einschätzen könnt, ist das Deck konstant, ist es nicht konstant und so weiter und so fort. Und bevor wir richtig reinspringen, eine letzte Sache noch. Checkt doch sehr, sehr gerne mal den Link zu Gate to the Games unten in meiner Beschreibung aus. Da bekommt ihr nämlich 5% Rabatt mit meinem Rabattcode. Und wenn ihr da was findet, freue ich mich sehr, supportet mich ein bisschen. Wollte ich nur mal eben gesagt haben. So, hier wird noch einmal abgehoben. Und wir springen direkt rein in die erste Testhand von Mimigul. Wir starten mit Mimigul Dragon, das ist schon mal super. Mimigul Dungeon, Kashtira Einhorn. Nochmal Mimigul Dungeon und einen Dimensionsverschieber. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Hand, die wir wie folgt ausspielen würden. Wir würden erstmal die Shifter abwerfen, damit wir sicher sind vor Sachen wie Drawl. Und ja, Shifter ist auch eine kranke Karte gegen viele Decks. Und die Going First so easy resolven zu können, ist wirklich super. Ich denke mal, weil wir jetzt Drawl nicht mehr befürchten müssen, können wir auch mal Mimigul Dungeon aktivieren, um uns ein Mimigul-Monster zu suchen. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir uns den Meister suchen oder den Erzunterwelt. Aber nee, doch, wir suchen uns auf jeden Fall den Meister. Weil wir haben den Dragon schon. Dragon ist halt die beste Normal-Summon so. Aber durch Dragon kriegen wir noch Zugriff auf eine weitere Summon. Aber als allererstes machen wir jetzt Kashtira Einhorn, benutzen den Effekt und suchen uns damit Kashtira Birth. Auch wenn Shifter jetzt gespielt wurde, dann ist der Threat von Birth nicht mehr so krass, aber eigentlich ist Birth insane, auch gegen Decks wie Branded und alles, was den Friedhof braucht. Wenn der Gegner eine Zauberkarte aktiviert, können wir 3 Karten verdeckt von deinem Friedhof banishen, wenn wir einen Kashtira-Monster kontrollieren. Und das ist halt so, so gut. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall machen wollen, ist, dass wir Mimigul Dragon als Normalbeschwörung beschwören. Und ganz kurz, da fällt mir ein, wir hätten auch anstelle von Master eins der Flipmons nehmen können, das hätten wir dann zum Gegner beschwören können, wären wir sicher vor Imperm, aber eigentlich würden Imperm meistens schon darauf kommen. Von daher, ist das alles okay. Und selbst wenn wir Imperm abbekommen hätten, wäre es völlig in Ordnung gewesen. Aber wir rufen Mimigul Dragon, aktivieren seinen Effekt und suchen uns jetzt Mimigul Erzeuger. Einfach, weil wir dadurch noch eine weitere Summon bekommen und auch was zum Gegner. Genau, dann benutzen wir Erzeuger direkt und zeigen vor 2 Flipmonster mit unterschiedlichen Namen. Und zwar die beiden, also Cerberus und Erzunterwäldler. Und die wird gebanished und eine wird zum Gegner beschworen und eine kommt bei uns auf die Hand. Und dafür brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Würfel. So, wir sagen einfach mal, hier ist 1, 2, 3 und hier ist 4, 5, 6 und wir würfeln mal. So, wir haben eine 3, das heißt die Karte geht zum Gegner. Es ist der Erzunterwäldler. Wir legen ihn einfach jetzt mal hier hin. Natürlich liegt er nicht in der extra Monsterzone, aber ihr wisst schon. Und Cerberus kommt auf die Hand. Und weil wir Cerberus aber nicht zu uns specialen wollen, weil wir dürfen ja durch den Effekt hier jetzt noch was specialen von der Hand. Ein Mimigul-Monster. Und wir beschwören dann jetzt aber den Meister. Und benutzen dann den Effekt vom Meister, um uns noch einen Dragon zu suchen, würde ich tatsächlich sagen. Ja, das ist super. Denn jetzt geht es wie folgt weiter. Jetzt können wir Dragon in der Hand aktivieren und ihn zum Gegner beschwören. Cerberus in der Hand aktivieren und ihn zum Gegner beschwören. Wir müssen mal ein bisschen weiter hier noch so legen, damit wir noch Platz. Also der Gegner hat jetzt 3 Monster. Dafür lege ich den Würfel wieder hin, dass ihr das seht. Der Gegner hat jetzt 3 verdeckte Monster. Also alle unsere Mimigul-Monster sind beim Gegner auch. Und wir sind ja noch. Wobei doch, das lassen wir mal hier liegen.
Aber wir sind noch nicht fertig. Also, selbst jetzt haben wir schon ein nices Board, weil erstens ist der Gegner Shifter. Der Gegner kann nichts normeln. Das heißt, er muss erstmal hier Sachen benutzen, um überhaupt eine Normal machen zu können. Eine Special könnte er zwar machen, aber er hat halt nur zwei freie Felder gerade. Und wir legen halt noch mehr Interruptions hin, denn wir machen jetzt mit Kashtira Einhorn und unserem Dragon. Beide gebanished. Aber machen wir unsere IP Mascarina. Denn. Wir tun sie hier hin. Denn wir haben ja durch Kashira Birth, die wir jetzt aktivieren, noch Zugriff auf Unicorn, um ihn wiederzubekommen. Jetzt holen wir uns Unicorn einfach zurück. Und jetzt haben wir wirklich. Shifter liegt. Ehrlich ist eine gute Interruption, weil wir was aus dem Extra-Deck klauen können. Also das sind. Und sie alleine ist ja auch zwei Interruptions. Sie hat hier ist auch eine Interruption, weil wir damit halt was beim Gegner aufdecken. Richtig cool, kleines Floodgate. Und ja, das würde ich sagen, war doch mal ein guter erster Start. Das Ding ist bei Mimigul, man müsste es eigentlich immer noch ein bisschen weiterspielen, um zu sehen, was passiert, weil wenn der Gegner jetzt dran ist, aber das steht ja halt in den Replays dann, kommt halt darauf an, was der Gegner erstmal macht, ob er sa anfängt, Sachen aufzudecken. Es könnte sich teilweise auch lohnen, schon ins Extra-Deck reinzugucken. Das bedeutet, hätten wir uns zum Beispiel ganz am Anfang nicht den Meister gesucht, sondern die hier. Dann hätten wir die auch specialen können, um was vom Gegner aufdecken können, damit er schon einen Nachteil bekommt. Dann hätten wir mit Unicorn schon ins Extra-Deck gucken können und so weiter und so fort. Aber ich würde es, glaube ich, erstmal so machen, weil der Gegner hat dann schon drei blockierte Zonen. Wir gehen plus, wenn er Sachen davon aufdeckt. Mega, mega gut. Sehr nices erstes Board, würde ich sagen. Sehr gute erste Testhand. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in Numero 2. So Leute, die Piles wurden aufgebaut, jetzt werden sie noch kurz geschuffelt. Und ja, Tester Nummer 2 geht gleich los. Ich werde es so machen, wenn wir irgendwie was haben, was wir 1 zu 1 schon so hatten, werde ich es wahrscheinlich nicht ausspielen. Aber bei Mimigul geht es ja relativ schnell, wie ihr seht. Das ist kein krasses Combo-Deck, sondern es ist eher so ein Midrange-Control-Deck, würde ich sagen. Und genau. Da gucken wir jetzt mal direkt in die zweite Testhand. Wir fangen wieder mit Dungeon an, was schon mal geil ist. Kashira Fenrir, auch super. Kauz und Schlossvogel, Topf des Wohlstands. Und als letzte Karte haben wir den Mimigul Raum. Boah, das ist auch eine richtig, richtig gute Hand. Weil wir halt mit Fenrir theoretisch auch Combo haben. Wir können uns auch entscheiden, das nicht zu machen, weil wir jetzt hiermit Sachen aufdecken und dann dürfen wir halt nichts mehr ziehen. So. Aber das ist auf jeden Fall so oder so eine sehr nice Hand. Kurz nochmal überlegen, wie wir denn da anfangen würden. Also auch, dass wir Drawl haben, ist halt super für Going Second. Fenrir natürlich auch super für Going Second. Das ist halt auch das Coole, dass das Deck so viel Non-Engine spielen kann. Ich würde sagen, wir starten damit, dass wir. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ich glaube, das Beste wäre Mimigul Dungeon, weil selbst wenn wir dann selber einen Droll abbekommen, können wir Fenrir noch einfach rufen, haben aber dann trotzdem schon Mimigul Monster und hiermit ja auch schon eine Interruption. Das heißt, wir machen so, wir aktivieren erstmal Mimigul Dungeon und suchen uns jetzt was. Und ja, schon den Dragon, würde ich sagen. Der Dragon ist einfach der Beste. Zugriff auf Master zu haben, wäre schon nice, aber das haben wir ja hiermit auch. Von daher, nee, wir holen uns auf jeden Fall Dragon. Dann beschwören wir jetzt aber Fenrir und wir werden jetzt nicht für die Fenrir-Kombo gehen, weil wir in dem Fall auch noch Topf des Wohlstands haben. Normalerweise, wenn wir den nicht hätten, aber der Fall wird bestimmt noch kommen, dass wir Fenrir ziehen und den nicht, dann zeige ich euch nochmal die Fenrir-Kombo für die Leute, die sie noch nicht kennen. Aber in dem Fall würde ich jetzt einfach erstmal Fenrirs Effekt aktivieren, wenn wir jetzt noch keinen Draw abbekommen haben. Und wir suchen uns nicht noch einen Fenrir, sondern einen Unicorn. Einfach nur, falls das Feld nochmal frei wird, dass wir dann die Unicorn-Plays machen können. So, und dann würde ich nochmal Topf des Wohlstands aktivieren. Wir banishen mal alles, was wir für die Kashtira-Fenrir-Kombo brauchen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und ja, ich glaube tatsächlich, wir können auch. Komm, wir nehmen nochmal noch Anima weg. Ist auch eher wichtig für Going Second. Tatsächlich hätten wir auch nur drei banishen können, wenn wir mal ehrlich sind, weil wir haben eigentlich schon eine gute Hand. Aber wir gucken uns jetzt trotzdem die sechs obersten an.
Da haben wir einmal Erzeuger, einmal Tactics, noch ein Fenrir. So und so. Puh, also. Tactics können gut sein, weil die können wir uns mit Dragon eh suchen, weil die Trap haben wir schon. Dragon sucht uns nichts anderes. Ich glaube tatsächlich Tactics für die beste. Oder halt noch eine weitere Interruption. Wir nehmen uns mal Tactics, weil wir haben die Möglichkeit, wenn wir ein bisschen Glück haben, dass wir dann noch in die Hand des Gegners gucken könnten. Genau, dann kommen die 5 wieder unters Deck. So. Genau, dann machen wir jetzt mal unsere Normal Summon. Oder auch wenn jetzt eine Handtrap kommen würde oder so, wäre die natürlich super. Mit Mimigul Drache suchen wir uns jetzt Mimigul Erzeuger. Erzeuger aktivieren wir direkt und zeigen vor auf jeden Fall wieder den Erstunterwäldler. Ja, und auf jeden Fall auch wieder den Cerberus. Am geilsten für uns wäre es jetzt, wenn der hier zum Gegner geht und der auf unsere Hand. Andersrum wäre es nicht so nice, aber auch kein Weltuntergang auf jeden Fall. Und es müssen halt Flipmonster sein, deswegen wir könnten dann noch einen Dragon nehmen, dann hätten wir zumindest eine safe Interruption. Aber nee, wir machen es so, wir gamblen jetzt mit den beiden hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mal gucken, welche Seite es wird. Jetzt die Nummer 4. Ja, und das ist sehr, sehr gut. So, wir haben jetzt ein Monster beim Gegner. Boah, ich glaube, das ist die 1. So. Und kriegen ihn auf unsere Hand und dürfen ihn jetzt tatsächlich auch direkt specialen wegen Erzeuger. Und das tun wir auch. Und wenn wir ihn specialen, dürfen wir ein Monster, was verdeckt beim Gegner liegt, in die offene Position ändern. Das machen wir. Wir flippen Cerberus auf und jetzt ist ein bisschen das Ding. Man kann jetzt nicht sagen, was passiert. Der Gegner muss die drei obersten Karten seines Decks banishen. Elche kommt zu uns zurück und der Gegner muss uns eine Summon geben von dem, was er gebanished hat. Wenn wir aber nur Spells Traps banishen, kriegen wir natürlich keine. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, weil in 99% der Fälle, wobei 99% ist vielleicht ein bisschen viel, aber sagen wir mal, in 90% der Fälle werden wir irgendwas bekommen. Deswegen legen wir hier einfach mal das als Token quasi hin, weil jedes Deck spielt so viele Monster, dass wenn du die drei obersten aufdeckst, dass da wahrscheinlich eins dabei ist. Aber das ist halt das, was ich meine. Deswegen sind die Replays noch super wichtig, damit ihr seht, was da noch passiert. So, aber wir haben jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel auf dem Board. Und je nachdem, was der Gegner da hatte, aber damit das nicht wichtig ist, linken wir das einfach mal weg. Genau wie... Es ist eigentlich relativ egal. Wahrscheinlich tatsächlich den Cerberus. Wobei der sogar noch unsere Fields wäre protected. Der Dragon zum Beispiel und der Erstunterwäldler machen halt wirklich nichts, sobald sie auf dem Feld sind. Das heißt, wir machen die beiden weg zu einer IP. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und jetzt können wir die beiden, wobei, eben dann brauchen wir ihn ja gar nicht mehr. Ach, wobei, das Erste, wir gucken jetzt hier mal noch in die Hand des Gegners, gesehen, was er hat. Und je nachdem können wir dann entscheiden, was wir machen, weil es wurde ein Monster-Effekt auf seiner Spielfeldseite aktiviert. Das ist auf jeden Fall auch richtig geil. Also wir haben hier so eine Handkarte gerippt und wissen jetzt, ah, okay, was machen wir? Wir können jetzt nämlich zum Beispiel mit den beiden hier ihn machen. Er ist ja für eine Annullierung für Special Summons, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Und da wir den Mimigul Raum haben, ist es halt auch richtig cool, weil wir können die halt, also wir setten die, haben die auf der Hand und würden so halt abgeben, ne? Und jetzt ist halt das Geile, wenn der Gegner dran ist, können wir die halt jederzeit aktivieren, um halt je nachdem, was wir halt möchten, zum Gegner zu legen. So, wir können den Gegner halt, wir können halt entweder eins zu uns specialen, das bringt aber, also Mimigul Master macht halt nicht so viel. Deswegen würden wir wahrscheinlich einfach, wenn es uns ganz gut passt, den Dragon zum Gegner beschwören. Als Beispiel, so, dass wir den zum Gegner beschwören, hiermit. Und wenn er eine Normal halt vorher gemacht hat, können wir hiermit seine Normal verdecken. Oder wenn er eine Special gemacht hat oder so, dann hat er auch noch ein verdecktes Monster. Und dann sagen wir mal, selbst wenn wir unsere Interruptions benutzen müssen und so, dann ist das weg. Aber dann können wir mit Fenrir auch noch was Offenes banishen und mit denen hier theoretisch auch in eine Appaloosa gehen. Oder wenn wir Fenrir behalten wollen, ich glaube, das wollen wir, können wir mit den beiden dann noch eine Little Knight machen, die noch was banished und so. Und im Zug des Gegners können wir uns mit Mimigul Dungeon, diesmal würde ich was vom Grave holen, und zwar einfach den, wahrscheinlich wieder Dragon holen. Wobei, nee, ich glaube tatsächlich in dem Fall einfach nur, je nachdem, was der Gegner hat, halt können wir uns halt Erzunterwälder theoretisch holen.
Den hat Norman dann den Dragon aufdecken. Dragon zerstört all deine Monster. Wir haben noch ein weiteres Monster, können ihn in Angriff flippen. Wir können theoretisch sogar, also wir können mit ihm noch was suchen. Wir können die beiden, also wir können die auch alle weglinken, zum Beispiel zu unserem Access Code. Was mir auch noch einfällt, wo ich es gerade sehe, es könnte sich lohnen, noch irgendeinen Link Dreier zu spielen, damit Access Code einfach noch dicker werden kann. So. Aber generell haben wir echt viele Möglichkeiten. Ach ja, und wir hätten dem Gegner auch jederzeit den Dragon flippen können, wenn er was gespecialt hätte. Was wir halt nicht anders annullieren wollten, so. Und was wir halt auch machen können, wir können halt jetzt auch noch jederzeit mit der Trap die wieder auf die Hand zurückgeben und wieder zum Gegner specialen, falls wir ihn nicht OTK'd kriegen. Aber gerade der Dragon wurde im letzten Zug gerufen. Das bedeutet, dass. Das, der hätte 2,5, das wären 4,9. Ja, das würde auf jeden Fall noch nicht für OTK reichen. Aber was man machen könnte wäre, und dann reicht es für OTK, dass man die beiden hier. Wobei, nee, wir hatten einen Normal Summon mit ihm. Ja, also das, man könnte ja wie gesagt in Access Code gehen, guten Damage machen so. Ja, da hat man auf jeden Fall jetzt mehrere Optionen, was man machen kann. Das war ja auch gesetzt im Fall, dass alle unsere Interruptions, die natürlich auch weg, aufgebraucht werden. Aber ihr seht schon, das Deck kann echt gut Control aufbauen. Wir hatten einen Book of Moon-Effekt. Der Raigeki oder war es im nächsten Zug, aber einen Book of Moon-Effekt. Ein Fenrir, eine IP, ein Drawl, Special Summon-Verhinderung. Hatten vorher schon eine Handkarte geklaut und damit hätten wir dann doch den Raigeki jederzeit aktivieren können. Richtig gut, richtig nice und ich würde sagen, also so kann es gerne weitergehen. Ich würde sagen, wir gehen direkt in Testhand Nummer 3. So Leute, das Deck ist wieder gemischt, es wird noch einmal abgehoben und wir schauen mal in Testhand Nummer 3. Da fangen wir an mit Mimigul Meister. Mimigul Raum, das ist sehr, sehr gut. Kashtira Riser, ja, den wollen wir nicht unbedingt ziehen. Kauz und Schlossvogel und Topf des Wohlstands. Ja, das ist eine Hand, die ist solide, aber jetzt auch nicht insane. Also wir haben trotzdem mit den beiden auf jeden Fall schon Book of Moon, Raigeki im Zug des Gegners, weil wir halt hiermit unseren Dragon suchen können, den wir dann zum Gegner specialen. Das ist auf jeden Fall schon nice. Aber ich würde sagen, wir würden hier wieder riskieren, mit Topf des Wohlstands erstmal reinzugehen, weil wir auf jeden Fall mal gucken wollen, was wir noch ausgraben können. Und dann nehmen wir tatsächlich jetzt mal die beiden raus. Tatsächlich, ich weiß noch nicht, ob ich die Fenrir Engine rausnehmen möchte, wobei wir hätten sonst keine Normals. Aber nee, wir werden die Fenrir Engine jetzt auf jeden Fall wieder rausnehmen. Also das sind wieder die... Die alle und da kommt ein großes Auge noch raus. Genau, die werden gebanished natürlich. So, und dann decken wir die obersten auf. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, hier ist die Entscheidung ein bisschen schwieriger, finde ich. Weil wir haben die Möglichkeit, Einhorn zu bekommen, dass wir die Kashtira-Engine am Start haben. Und die ist schon mächtig. Also hier hängt es wirklich krass davon ab, gegen was wir spielen, weil Unicorn und Birth, also Unicorn sucht ja Birth, allein das ist gegen Snake halt zum Beispiel schon extrem gut, wenn wir was Wichtiges aus, wir können halt hier mit zum Beispiel ein Requiem aus dem Extra-Deck rausnehmen. Dann wird es schon mal viel schwieriger, überhaupt Fiendsmith-Plays zu machen, weil jedes Deck spielt quasi Fiendsmith. Oder davon gehen wir zumindest aus. Damit können wir dann wichtige Ressourcen vom Grave banishen. Und wir haben dann ja noch den... ich glaube, wir würden das mal machen. Wir nehmen jetzt mal Unicorn. Wir gehen jetzt mal für diese Route. Einfach nur, um euch einmal zu zeigen, was ich meine, warum das gut ist. Dann würden wir ihn specialen mit seinem eigenen Effekt. Mit ihm suchen wir dann direkt Birth. Und dazu kommt ja auch, dass wir theoretisch ihn auch specialen können. Weil dann sind wir halt in Xyz gelockt. Aber das können wir theoretisch... trotzdem machen, ja, denn wir jetzt normeln wir erstmal Mimigul Meister, aktivieren seinen Effekt, suchen uns jetzt, jetzt halt ein bisschen Präferenz, was wir wollen, aber schon den Dragon, weil der die größte Interruption im Zug des Gegners ist, würde ich mal sagen, wobei er die halt auch jederzeit aufflippen kann. Ich glaube, nee, wir nehmen nicht den Dragon, sondern irgendwas, wo es ihm richtig weh tut, auf jeden Fall den aufzuflippen. Ja, sowas wie Cerberus. Wir beschwören mal Cerberus zum Gegner, weil... Wir können ja hiermit jederzeit auch den Dragon rufen. So.
Also genau, wir holen uns den natürlich auf die Hand, aktivieren seinen Effekt, rufen ihn zum Gegner. So, dann können wir Birth aktivieren. Linken jetzt die beiden hier weg. Wobei, nee, den Meister, wartet mal, den Meister wollen wir auf dem Feld behalten auf jeden Fall. Und wir können ihn zwar specialen, aber wie gesagt, dann sind wir halt in Xyz gelockt. Aber da wir den Meister eher auf dem, wir wollen das eher so auf dem Feld behalten. Nee, dann ist es egal, weil dann können wir ihn ruhig noch rufen. Aber ich ganz kurz überlegen. Ganz kurz mal. Nee, der Mimigo-Meister ist zu wichtig. Also wir können ihn theoretisch auch hiermit rufen, aber das wollen wir nicht, weil wir wollen den Dragon auf die Seite des Gegners rufen und hiermit dann den Boardwipe haben. Nee, nee. Wir machen es simpler. Wir rufen ihn wahrscheinlich trotzdem, weil wir können ja damit. Oh doch, nee, ist super. Sorry. Habe ich ganz vergessen. Dadurch, dass wir Birth haben, ist ja insane. Weil wir specialen ihn jetzt, aktivieren seinen Effekt, banishen Fenrir von unserem Deck. Wo ist er? So, das haben wir eine weitere Interruption, das ist ja richtig geil. Und der Gegner muss noch die drei obersten Karten seines Decks banishen, was auch geil ist, weil wenn wir den hier dann aufdecken bei ihm, oder er den selber aufdeckt, dann sind es ja noch mehr Karten. Also dann muss er 6 banishen. So, und jetzt können wir mit Birth ihn zurückholen, haben aber immer noch um Nibiru rumgespielt, können aber sogar noch seinen Effekt aktivieren. Das ist richtig, richtig geil, Leute. Suchen uns diesmal tatsächlich noch einen Fenrir. Und jetzt setten wir einfach eine Karte und geben an den Gegner ab. Und das Ding ist, es ist halt wirklich ein krasses Board. Auch wenn es vielleicht erstmal nicht so wirkt. Aber wir haben, hiermit können wir ins Extra-Deck reingucken, was rausnehmen. Ich habe gerade schon erklärt, warum das krass ist, wenn wir sowas wie Requiem rausnehmen oder The Princess oder keine Ahnung. Das ist schon richtig strong. Hiermit 3 Sachen vom Grave banishen, hiermit eins der offenen Monster banishen, wenn er den Effekt aktiviert hat. Und natürlich hier noch Book of Moon, richtig strong. Aber es ist ja nicht nur Book of Moon, sondern wir dürfen auch erstmal Mimigul-Monster auf unsere oder auf die gegnerische Seite beschwören. Wir beschwören, wenn der Gegner irgendwie schon ein oder zwei Sachen auf dem Feld hat, dann den Drachen zu ihm, benutzen dann den Meister, flippen den Drachen, zerstören sein ganzes Feld und der Drache kommt zu uns. Richtig, richtig strong. Wir haben auch noch Kraut und Schlossvogel, wir haben Follow-up durch Birth und Fenrir. Richtig geil. Da muss man halt erstmal durchspielen. Auch die Testhand Nummer 3 fand ich persönlich richtig, richtig nice. So Leute, es ist wieder gemischt. Einmal noch abheben und Testhand Nummer 4 beginnt. Und bis jetzt muss ich sagen, bin ich echt ultra happy, wie gut das Deck performt. Wir fangen an mit Dragon, unendliche Unbeständigkeit, Mimigul Raum, Dungeon. Und Unicorn. Ja, also wir können das an sich ausspielen, aber hier, das wird ziemlich genau das, was wir in der ersten Test dann hatten, weil wir machen es mal ganz schnell, aber dann gehe ich nicht mehr so viel auf alles ein. Hiermit, also so natürlich, holen wir uns Birth. Die können wir an sich auch aktivieren. Aktivieren Dungeon, holen uns Meister. So, normeln ihn, holen uns dadurch Erzeuger, aktivieren Erzeuger, zeigen wieder die vor und die vor. Und in dem Fall ist es relativ egal, was, auch mit der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry, jetzt habt ihr das nicht gesehen. So, das ist eine 1, also die hier kommt zum Gegner, ja, wieder der Cerberus, das ist super. Die auf die Hand und jetzt haben wir wieder mehrere Möglichkeiten, entweder wir können jetzt wieder den Meister rufen und dann haben wir wieder ein Full Board beim Gegner mit Mimigul-Monstern oder wir gehen halt die andere Route, dass wir jetzt ihn rufen, seinen Effekt benutzen, beim Gegner auf den Cerberus gucken, den Cerberus aufdecken, der Gegner muss die obersten 3 banishen, hiermit banishen wir was vom Extra-Deck. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch ein Monster von ihm, was wir hierhin specialen, können wieder Link Plays machen, haben hiermit wieder eine Interruption und eine Special, haben hiermit eine Interruption. Der Gegner kann, wenn wir die hier aktiviert haben, keine Normal Summons mehr machen und. Richtig geil, aber da müssen wir jetzt nicht mehr so mega drauf eingehen. Ich glaube, man versteht das ganz gut, weil es halt quasi auch das ist, was wir in der ersten Testhand hatten. Und ich würde sagen, ja, direkt weiter zu Testhand Nummer 5. So Leute, also ich muss echt sagen, das läuft richtig gut, aber ihr seht schon, der Gameplan ist relativ klar.
Deswegen, aber wenn ihr Fragen habt, natürlich immer, immer hier gerne in die Kommentare. Ich versuche echt immer auf alles zu antworten, wenn hier irgendwas nicht klar wird. Aber jetzt, wir gehen mal direkt in Tester Nummer 5 rein und gucken mal, ob wir hier noch irgendwas Starkes machen können. Ja, Kauz und Schlossvogel Imperm sind super für Going Second. Die bringen uns jetzt ohne Kashtira-Monster natürlich nicht so viel, muss man ehrlicherweise sagen. Also es ist ein bisschen Brick. Und die bringen es alleine auch nicht so viel. Aber dadurch, dass wir Erzeuger haben, ist das schon cool. Die würden wir aktivieren. Aber jetzt ist natürlich klar, wenn jetzt eine Ash kommen würde, hätten wir halt nicht wirklich viel. Dann würden wir die jetzt zum Gegner special und das war's. Aber wir zeigen vor. Schon auch wieder Cerberus, würde ich sagen. Und den Dragon. Und jetzt wird wieder ausgetentert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist eine 5. Also die hier. Oh, das ist gut. Wir sind ja auch in Test Nummer 5, ne? Ja. Dann geht der Cerberus zum Gegner. Und jetzt dürfen wir ein Mimigul-Monster specialen. Und das machen wir mit dem Dragon. Wir können das Dragon aktivieren. Jetzt haben wir wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder wir holen uns die hier oder die. Und da hängt es jetzt davon ab, wollen wir eher ein kleines Floodgate und noch ein Surge. Also hiermit kriegen wir noch einen Surge auf unseren Meister, den wir dann normeln können. Der holt dann noch einen Dragon und dann können wir wieder alles zum Gegner beschwören. Aber der Gegner kann halt selber entscheiden, bei den meisten Sachen, wann er was aufdeckt. Mimigul Raum gibt uns halt mehr Möglichkeiten, den Gegner stark zu interrupten, würde ich sagen. Deswegen finde ich die jetzt gerade. Wobei, auch damit müssen wir halt aufpassen. Weil, wenn wir hier mit Meister rufen, dann hat der Gegner kaum da. Nee, ich glaube, wir würden echt für Dungeon gehen, weil Dungeon auch einfach noch den Floodgate-Effekt hat, der schon sehr, sehr gut ist. Wobei wir haben Erzeuger im Grave. Das bedeutet, wir könnten natürlich schon auch mit Raum gehen und dann dafür sorgen, dass er das irgendwann aufdeckt, wenn wir wollen. Aber nee, wir gehen jetzt mal für die Dungeon-Route. Aktivieren Dungeon. Wir hatten ja auch keinen Normal Summon. Holen uns dann einen Meister. So. Rufen dann den Meister. Aktivieren seinen Effekt. Suchen uns damit noch einen Dragon. Und ja, jetzt ist halt echt die Frage. Also, den Erzunterhändler rufen wir auf jeden Fall noch zum Gegner. Also, der Gegner hat jetzt gerade zwei Monster. Aber den Dragon auch zum Gegner rufen. Einfach nur, damit er den halt schon flippen muss. Ja, ich denke mal, das würden wir machen. Dann ist auch noch eine Zone mehr blockiert. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Birth brauchen wir nicht aktivieren. Die können wir als Bait setten. Genau wie Imperm. Haben einen Droll auf der Hand. Ja, und wenn der Gegner jederzeit, wenn der Gegner was specialt, können wir die halt banishen, um eins der Monster aufzudecken, was uns halt Vorteil geben kann. Man könnte ja theoretisch überlegen, ob man Master weglinkt, weil wir hiermit auch jederzeit. Ja, ich glaube, das wäre besser. Wir linken Master weg, weil wir können auch damit mit Erzeuger ja jederzeit was beim Gegner flippen. Das, was Master einfach machen würde und IP ist halt einfach geiler, weil wenn der Gegner Sachen flippt, kriegen wir halt noch mehr Bodies und er muss ja was flippen, weil er sonst keinen Normal hat. Auf Special können wir was von ihm flippen. Also wir haben dann hiermit wieder, je nachdem, ob wir damit in Little Night gehen oder in Appaloosa. Aber sagen wir mal, wir haben damit hier zwei Interruptions, drei Interruptions, haben ein kleines Floodgate. Hiermit kommt die vierte Interruption und wir haben einen Droll. Das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Aber war nicht die beste Hand bis jetzt, trotzdem sehr, sehr nice. So Leute, Tester Nummer 6 steht in den Startlöchern. Hier wird noch einmal abgehoben. Und dann gucken wir mal, weil ich würde euch auf jeden Fall gerne noch wenigstens einmal die Fenrir-Kombo zeigen. Aber wir fangen hier erstmal an mit Dungeon. Nochmal Raum. Ja, Raum ist wirklich eine geile Karte. Auch ich freue mich immer, wenn wir die ziehen. Erzunterwäldler, Topf des Wohlstands und Mimigul Dragon. Ja, da haben wir wieder mehrere Optionen. Also wenn wir die aktivieren. Wobei das Wichtigste ist, dass sein Search durchkommt. Leute, jetzt muss man sich halt fragen, okay, spielt man halt um Droll rum oder eher um Imperm oder Ash. Droll ist halt die heftigere Karte. Und Imperm können wir tatsächlich hiermit auch rausnehmen und Ash fast hiermit. Ja, wir machen das tatsächlich so. Wir
Beschwören den Erzunterweltler auf die gegnerische Spielfeldseite, würde ich sagen. Wobei. Jetzt kommt da, wie gesagt, drauf an, um welche Handjobs man rumspielen will. Das ist komplett formatabhängig oder was ihr schon, wenn es nicht das erste Game ist, was ihr beim Gegner schon gesehen habt. Aber. Ja, ich glaube, Ashe ist halt, wird halt schon noch am meisten gespielt. Das heißt, wir gehen erstmal auf den Dungeon, holen uns unseren Meister. So, dann würde ich noch Topf des Wohlstands aktivieren, einfach und dann wieder die Fenrir-Line rausnehmen, weil wir wieder nicht mit Fenrir gestartet sind. Und das sind dann ja hier 1, 2, 3, 4, 5 und ja, wir nehmen mal den noch raus. Diese 6 und gucken uns die obersten 6 an. Ja, Shifter, der bringt uns jetzt auch nichts mehr. Erzeuger ist tatsächlich, ja, ist okay. Ja, Unicorn ist mega, den nehmen wir auch direkt, weil. Alles andere hätte uns jetzt nicht so krass weitergebracht. Und dann können wir halt mit Unicorn noch anfangen. Und tatsächlich werden wir jetzt bei den Erzunterwelt erstmal zum Gegner beschwören, weil dann Imperm und so nicht mehr von ihm benutzt werden kann, was schon mal gut ist. Dann rufen wir Unicorn, aktivieren den Effekt, suchen mit Unicorn wieder unseren, ihr wisst es, ihr kennt es, ja, oberste Karte, okay, Birth. Und wir hatten ja noch keine Normal Summon, das heißt, wir beschwören Drache, holen uns Erzeuger, benutzen Erzeuger, zeigen auf jeden Fall ihn und den Dragon in dem Fall vor. Wir wollen nämlich das, nicht den Dragon, doch, doch den Dragon. Wir wollen auf jeden Fall, dass der Gegner was bekommt, was er noch nicht hatte. So, und hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist die Nummer 3. Also der hier, also der Gegner kriegt diesmal den Dragon und wir den hier, der ist nicht so toll bei uns, aber ist auch überhaupt nicht schlimm, weil wir dürfen ja jetzt durch den Effekt von Erzeuger was anderes, einfach ein Mimigo-Monster rufen und deswegen suchen wir jetzt den Meister, benutzen den Effekt von Meister und suchen uns, schwer zu sagen, wahrscheinlich noch einen Dragon, weil der einfach nice to have ist. So, und dann beschwören wir Cerberus auch noch zum Gegner. Der Gegner hat wieder drei Monster, was halt insane ist. Wir linken jetzt die beiden hier weg zu einer IP. Und das ist halt wieder ein insane gutes Board, weil wir jetzt mit Birth die hier zurückholen. Raum setten und jetzt hat der Gegner drei Monsterzonen schon blockiert. Wir haben hiermit eine Interruption, hiermit, hiermit. Mit Meister, mit Erzeuger. Richtig, richtig nice. Der Gegner ist wieder unter einem kleinen Floodgate. Mega cool. Wirklich, richtig, richtig nice. Und ja, dann gehen wir doch mal direkt in Testzone Nummer 7. Aber ihr seht, glaube ich, schon ganz gut, dass das Deck wirklich sehr gut immer seinen Gameplan durchziehen kann. Was man dann vom Gameplan hält oder wie gut der dann je nach Format ist, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber ich persönlich finde es schon richtig nice, so unique Interruptions zu haben. Das ist echt. Ja, das ist echt nicht Standard und das finde ich persönlich halt sehr, sehr cool. Ja, Mimigul, einfach ein nices Deck und ich finde es sehr, sehr cool, dass Konami sich immer mal wieder sowas einfallen lässt, so besondere Mechaniken. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass so TCG-Exclusives auch, also sie müssen gar nicht exklusiv bleiben, sie können gerne auch im OCG sehr schnell erscheinen. Aber ich hoffe immer, dass die noch mehr Support kriegen, weil gerade Ashen und Mutant sind Decks, die ich extrem liebe. Gerade Mutant hat jetzt lange keinen Support mehr bekommen. Die haben, glaube ich, auch nur eine neue Karte bekommen. Ja, also nachdem sie released wurden. Und ich hoffe, dass sich das ändert bei den anderen Decks noch. Aber wir fangen auf jeden Fall wieder an mit tatsächlich nur Mimigul-Karten und einem Kauz und Schlossvogel. Ich weiß nicht, ob wir das ausspielen müssen, weil wir kriegen hiermit wieder Dragon. Und dann, das heißt, wir kriegen wieder dann. Also, hiermit suchen wir Dragon. Dragon holt uns wieder die Box. Und mit der Box können wir dann auf jeden Fall was zum Gegner beschwören. Mit der Summon von der Box ihn holen. Das suchen wir zusammen. Das heißt, der Gegner wird wieder drei Monster haben. Wir werden ihn hier auf dem Feld haben und Dragon auf dem Feld haben. Und wir werden Raum gesettet haben. Also können wir dann noch auf eine IP gehen. Ja, und wir haben noch Kauz und Schlossvogel. Das müssen wir, glaube ich, nicht ausspielen. Testhand Nummer 7. So, und weil wir nichts gespielt haben, können wir die hier auch ein bisschen entspannter reinmischen. Muss ich nicht peilschaffeln. So. Dann kommt jetzt Testhand Nummer 8. Ich mache mir das ja auch immer mit dem Würfel, dass ich das nicht vergesse. Weil manch, ich habe schon Videos gemacht, wo ich dann irgendwie 12 Testhände gemacht habe oder nur 9. Und das versuche ich damit immer zu vermeiden. So.
Aber Tester Nummer 8 und es wird nochmal abgehoben. Und wie gesagt, ich hoffe noch auf die Fenrir-Kombo. Wenn die jetzt nicht aufkommt, dann machen wir sie am Ende noch einmal. So, wir haben keinen Fenrir, aber Shifter. Ja, und hier ist jetzt fast die Frage, wobei man muss Shifter benutzen, weil die Interruption damit ist weniger krass als das Lingering-Ding durch Shifter. Das, ja, es wird relativ simpel. Wir aktivieren Shifter. Dann rufen wir erstmal Erstunterwäldler zum Gegner, damit wir nicht geimpft werden können. Rufen ihn, aktivieren seinen Effekt. Und uns jetzt auf jeden Fall Migul Raum, würde ich sagen, weil wir wollen auf jeden Fall damit noch die Interruption haben. Aktivieren jetzt Erzeuger. Wir hätten tatsächlich auch ihn auf der Hand behalten können. Aber, wobei ja doch, das wäre besser gewesen, weil der Gegner dann direkt Sachen verloren hätte und wir besser linken können. Ja, wir würden hier mal riskieren, den noch nicht zum Gegner zu rufen, sondern halt nicht, also sondern halt in Imperm reinzuspielen. Aktivieren Erzeuger und zeigen vor. Ich glaube, weil wir halt unter Shifter sind, kriegen wir halt davon die Summon nicht. Das heißt, wir müssen hiermit schon eigentlich Master rufen. Das heißt, wir zeigen mal Dragon. Und nicht Erzunterwäldler, sondern Cerberus vor. Wobei, man könnte auch... Nee, wir machen es diesmal anders, weil den Fall hatten wir noch nicht. Wir zeigen Cerberus und Unterwäldler vor, weil wir dann entweder noch ein Body bekommen oder noch was ziehen können, der Gegner eine Handkarte verliert. So, die ist ja gebanished und jetzt wird wieder ausgelost. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6... Es ist eine 3. Also hier die Karte kommt zum Gegner. Erzunterwäldler, das ist gar kein Problem. Dann kriegen wir die auf die Hand. Und dann können wir den Erzunterwäldler hier specialen durch den Mimigul Erzeuger. Decken jetzt die Karte des Gegners auf. Die kommt zu uns. Wir dürfen noch was ziehen. Da wird nochmal abgehoben auf jeden Fall. Wir dürfen was ziehen. Der Gegner muss eine Handkarte abwerfen. Oh, und das ist natürlich ein sehr guter Draw. Weil wir jetzt entweder in die Hand des Gegners gucken können oder noch zwei Karten ziehen. Ah, schwierig. Das Ding ist, die Kashtira Engine würde uns nicht mehr so viel bringen, weil wir die halt, weil wir haben schon Normal Summons gemacht, unser Feld ist voll. Das heißt, ich denke, wir würden in die Hand des Gegners gucken. Einfach, und weil da hat er nur noch drei Handkarten, weil hiermit durch muss er auch schon eine abwerfen. Und wir wissen, wie wir gegen den Gegner spielen müssen. Jetzt haben wir sie in der Hand gesehen und wissen, ah ja. Wir rufen Cerberus noch zu ihm. Und jetzt dann, je nachdem, was der Gegner gemacht hat, entscheiden wir halt, ob wir jetzt mit denen hier eine Link-Summon machen, ob wir, also ob wir zum Beispiel in eine IP gehen. Oder ob wir in den Typen einfach nur reingehen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, würde ich sagen. Puh. Ich glaube schon in eine IP, einfach weil wir dann. Weil wir fast immer neue Bodies generieren. Also wenn wir mit den beiden hier dann natürlich gebanished eine IP machen, die hier setten, an den Gegner abgeben, dann können wir halt im Zug des Gegners, wenn er was genormelt hat, was gefährlich ist, Mimigul Raum aktivieren und den Meister rufen. So. Dann was bei ihm, Book of Moon. Und ne, wir sind halt auch noch unter Shifter, das muss man auch bedenken. Das heißt, viele Decks können eh nicht so mega viel machen. Und jetzt Meister on Summon searched uns was. Ich glaube, wir würden uns aber noch einen Dragon holen. So. Und dann aktivieren wir Meisters Effekt, wenn es uns passt. Also wenn wir denken, ah, jetzt ist eine kritische Situation, jetzt hat irgendwie jetzt langsam passieren Dinge. Dann holen wir uns den zurück, banishen wir die obersten drei von seinem Deck. Kriegen wir sehr, sehr wahrscheinlich noch eine Special und dann können wir mit Mascarena halt alles machen, so was uns beliebt. Und im nächsten Zug haben wir wieder ihn, um wieder in Spells und Traps reinzukommen, die Recursion geben oder dann uns helfen für OTK oder sonst was zu gehen. Das ist auf jeden Fall auch schon sehr solide, sehr nice. Und ja, nur noch zwei Testhände, aber ich bin sehr happy bis jetzt. So, Leute, noch ein bisschen durchmischen. Vorletzte Testhand. It is, ja, wir machen das auch mal so. Und wir schauen mal, was wir da haben. Wir haben einen Mimigul Dragon, das ist sehr nice. Reishardt ist nicht so nice. Kotz und Schosslog ist sehr nice. Talent der Drei-Taktik ist auch sehr nice.
Und Erzunterweltler. Ja, ich glaube, das müssen wir auch nicht ausspielen, weil es ist sehr ähnlich zu gerade eben. Wir rufen ihn, holen uns die Box, aktivieren die Box, zeigen zwei vor, je nachdem, was gerufen wird. Wir können aber auf jeden Fall ihn holen, beim Gegner was triggern, dann hiermit entweder zwei Karten ziehen oder in seine Hand gucken. Der einzige Unterschied ist, dass wir dieses Mal das Emilgul Raum nicht haben, der aber sehr geil ist. Ja, aber wir haben die Zeit, wir spielen es einfach mal aus. Rufen ihn, holen die Box. Da aktivieren noch direkt die Box. Wir machen das einfach ein bisschen messier, aber dass es ein bisschen schneller geht. Und zeigen Erzunterweltler und Cerberus vor. Einer von beiden. Hier ist wieder bis 3 und das ist ab 4. Okay, also diesmal die. Diesmal geht der Erzunterweltler zum Gegner. So. Erzunterweltler geht zum Gegner. Der kommt bei uns auf die Hand. Wir dürfen ein Mimikyu Monster Special. Wir specialen den. Decken damit den Erzunterweltler beim Gegner auf. Der kommt zu uns. Wir dürfen noch eine Karte ziehen. Da heben wir dann noch einmal ab. Und da ziehen wir tatsächlich den Fenrir. Ja, ein bisschen spät. Den hätten wir lieber am Anfang gebraucht. Aber das ist trotzdem völlig okay, weil wir können jetzt einen Cerberus noch zum Gegner beschwören. Und jetzt wieder eine IP machen. Und dieses Mal können wir sogar beim Gegner triggern, dass er die Summon machen muss, wenn wir das wollen. Oh ja, dadurch, dass Monster-Effekt, wir können noch in die Hand des Gegners gucken oder zwei Karten ziehen. Das ist halt uns überlassen. Dieses Mal gehen wir auch mal für den Doppel-Draw. Ziehen noch einen Fenrir und einen Shifter. Okay, das war nicht so geil. Hier wäre es geiler gewesen, in die Hand des Gegners zu gucken. Ist, glaube ich, sogar meistens geiler, weil das Ressourcenmanagement kriegen wir auch so ganz gut hin. Und einfach zu gucken, was der Gegner hat und ihm Sachen wegzunehmen, so, das ist, glaube ich, immer besser. Aber das war trotzdem eine solide Hand, sage ich mal. Nicht so geil wie am Anfang schon ein paar. Aber wir gehen jetzt in die letzte Testhand. Und wenn wir da nicht die Fenrir-Kombo sehen, dann zeige ich euch die einfach nochmal so für die Leute, die sie nicht kennen. Ich habe sie ja, wie gesagt, in meinem Ashen-Deck schon gezeigt, weil auch da hat Fenrir super reingepasst. Und halt Ryze hat sowieso, weil man da halt auch guten Exist-Access hatte und so. Aber für die Leute, die das nicht gesehen haben, zeige ich die Combo gleich nochmal, dass ihr einfach wisst, warum Fenrir in einem Deck halt richtig, richtig geil sein kann. So, einmal abgehoben und letzte Testhand beginnt. Wir fangen an mit Erzeuger, das ist schon mal super. Droll ist auch super. Erzunterweltler, Dragon und die letzte Karte ist Unicorn. Okay, kein Fenrir, das heißt, wir machen die Fenrir-Combo gleich nochmal, aber Unicorn ist natürlich mega. Letzte Testhand spielen wir auf jeden Fall immer aus. Und auch tatsächlich, weil wir Erzeuger. Ja, nee, wir machen es tatsächlich so, dass wir die, also den Erzunterweltler schon zum Gegner specialen, damit wir safe vor Imperm sind. Rufen Unicorn, aktivieren Unicorn, holen uns damit natürlich unseren Kashtira Birth. Rufen jetzt ihn, benutzen seinen Effekt, holen uns damit den Dungeon. Weil wir könnten uns auch. Na, das. Der Raum ist schon auch immer geil. Einfach, wenn man dann noch eine coole, aber das ist halt Floodgate und ist in dem Fall besser. Wir holen uns den Dungeon, aktivieren den Dungeon, holen uns damit den Meister. Einfach damit wir was haben, was wir mit Mimigul-Erzeuger rufen wollen. Dass wir nicht mehr so glücksabhängig sind. Wir aktivieren Erzeuger. Und es ist eigentlich wirklich dieses Mal egal. Also wir nehmen wieder Cerberus und tatsächlich dieses Mal. Nehmen wir den Drachen? Ja, ist wie gesagt, ist komplett egal, weil egal was jetzt von den beiden getroffen wird, jetzt werden wir den Würfel nicht mal benutzen. Egal was jetzt von den beiden getroffen wird, wir gehen jetzt mal von ihm einfach aus. Wobei, nee, stimmt, das ist der Grund, warum wir den Drachen nehmen. Weil wir wollen, dass der Gegner safe alle drei dann auf seinem Feld hat. Aber jetzt bei denen ist egal, was getroffen wird, einen beschwören wir zum Gegner, sagen wir jetzt einfach mal den. Und der kommt auf unsere Hand und dann beschwören wir aber den Meister und mit dem Meister suchen wir uns dann ja schon, der Drache macht halt meistens am meisten Sinn so. Ist natürlich schon längst im Friedhof. Beschwören die hier auch noch zum Gegner. Das heißt, der Gegner hat jetzt wieder drei Mimigul-Monster. Wir können die beiden hier wieder weglinken.
zu unserer IP. So. Und aktivieren das Birth. Und mit Birth holen wir jetzt Unicorn zurück. Sehr, sehr nice. Und jetzt haben wir halt Jordan Lockbird, damit Interruption, mit ihm Interruption, hier mit mindestens zwei Interruptions, wenn nicht sogar mehr. Hier mit einer Interruption, hier mit einer Interruption. Also der Gegner wird auf jeden Fall Handkarten verlieren, Karten vom Deck und sein ganzes Feld wird zerstört, wenn wir das wollen. Und der Gegner kann nicht normeln und nicht mit gespecialt Monstern angreifen, solange er ein Mimigul oder ein verdecktes Monster kontrolliert. Richtig, richtig nice. Die letzte Testung war auf jeden Fall auch sehr cool. Und wir gehen jetzt einfach mal straight in die Fenrir-Line. Die zeige ich euch jetzt einmal, weil wir die einfach kein einziges Mal gesehen haben. Aber die ist halt echt cool, wenn man Fenrir spielt. Und die ist wie folgt. Wir brauchen dafür auch wirklich nur Fenrir. Das ist halt schon echt geil. Und er gibt uns halt einen Draw und zwei Interruptions. Das ist halt richtig nice. Wir würden Fenrir als Special, seinen Effekt benutzen und uns unseren Rise Hut nehmen. Und jetzt ist wichtig, dass wir den normeln, damit wir nicht in Exis gelockt sind. Jetzt benutzen wir seinen Effekt. Banishen noch einen Fenrir vom, oder in dem Fall können wir auch einen Unicorn banishen. Wobei, Unicorn werden wir lieber ziehen. Banishen noch einen Fenrir. Der Gegner verliert die drei obersten Karten seines Decks, was hier sowieso nochmal doppelt gut ist. Und jetzt machen wir mit den beiden hier den Drachosack, benutzen seinen Effekt, um zwei Token zu rufen. Die Token sind einfach normale Monster und deswegen ist es egal, was sie sind, weil wir linken beide weg. Also den ersten Token zu der Linkspinne, den zweiten Token zu der Linkspinne. Die beiden Linkspinnen linken wir weg zu G-Golem Kristallherz. Wir benutzen seinen Effekt, rufen eine Linkspinne zurück und machen jetzt mit den beiden unseren Dekodiersprecher Heißseele. Zahlen 1000 Lebenspunkte, ziehen eine Karte, ist komplett egal, was es ist. In dem Fall wäre es halt ja, ein Dungeon gewesen, was geil ist, weil wir dann noch was auf die Seite des Gegners bekommen. So, und jetzt hängt es auch ein bisschen davon ab, was wir noch vorher hatten, aber in den meisten Fällen kann man jetzt dann einfach weiterlinken in eine Appaloosa. Das heißt, wir haben jetzt zwei Monster Negations und wenn wir jetzt noch halt irgendwie einen Erzeuger oder so gehabt hätten, dann wäre es halt insane, weil dann kriegen wir noch eine Special und Searches und alles protected und so. Richtig, richtig geil und deswegen mag ich diese Combo sehr, sehr gerne, aber das war echt nur mal, um euch zu zeigen, wie diese Combo funktioniert. Und ja, Leute, so viel mehr bleibt gar nicht zu sagen. Ich hoffe, dass euch das echt geholfen hat und wie gesagt, wenn nicht oder wenn ihr noch Fragen habt oder sonst was, dann schreibt mir das bitte immer in die Kommentare. Ich versuche euch auf jeden Fall so gut zu helfen, wie ich kann. Und Mimigul, muss ich sagen, kann jetzt erstmal gebrickt. Richtig geil, das Deck ist super konstant. Kann sehr coole Sachen machen, sehr unique Sachen, dass man dem Gegner seine Monster gibt und so. Das ist einfach schon sehr witzig und cool gemacht, finde ich. Und deswegen, Mimigul, geiles Deck. Und beim nächsten Mal gucken wir uns auf jeden Fall noch an, wie man sich denn auch gegen so Meta-Decks und so schlägt. Weil das Deck ist echt nicht von schlechten Eltern. Richtig cool, ich freue mich schon sehr drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst mir doch sehr, sehr gerne Like, Kommentar und Abo da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Checkt den Link zu Gate to the Games immer in der Beschreibung aus. Drückt die Glocke, folgt mir auf Instagram und den ganzen Bums. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Euer Francis Gaming.